Go! Cozy Einkaufsoutfit. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist jetzt der nächste Tag. Bevor wir jetzt gleich Frühstück machen, mache ich jetzt nochmal eine Runde Sport. Ob man es wirklich Sport nennen kann, weiß ich ja nicht. Ich mache einfach nur Dance Workouts. Aber wenn man dann auch mal viel davon gemacht hat, ist schon gut anstrengend. Habe auch wieder ganz hübsch ein super farblich abgestimmtes Outfit an. Das ist ja wirklich schon gruselig, diese Farbkombi. Aber was soll's, ich bin ja wie gesagt nur zu Hause. Dann sehen wir uns nach dem Haarewaschen auch schon zum Frühstück. Ich freue mich schon, wirklich. Das ist jetzt gleich so eine Belohnung und Motivation. Jetzt noch ein bisschen was an Bewegung zu tun. Denn das ist auch sehr wichtig, sich nicht nur gesund und ausgewogen zu ernähren, sondern auch Bewegung, meine Lieben. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Okay, genug geredet, genug motiviert. Ich mache jetzt Sport. So, Sport ist gemacht und habe mir jetzt auch endlich mal die Haare gewaschen nach, ich glaube, genau einer Woche. Ich versuche das wirklich bis zu einer Woche hinaus zu zögern. Wirklich, und die letzten zwei Tage sind immer so... Ich glaube, ihr kennt das. Wollen wir uns jetzt ans Frühstück machen. Ich habe jetzt auch schon richtig Hunger, weil ich jetzt Zähne putzen war, duschen. Das ist jetzt eine gute halbe Stunde nochmal umgegangen. Und dann meldet sich auch langsam mein Hunger, so nach einer halben, dreiviertel Stunde. Aber first things first. Erstmal eine Tasse Tee. Damit starte ich jeden Morgen, zumindest im Winter, meinen Tag. Ich habe da jetzt übrigens Winterzeit mal beim Aldi geholt. Ich persönlich sehr, sehr lecker. Und den mache ich mir jetzt erstmal warm. Ah, das ist aber ganz schön knapp. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann. Aber ich habe es ja wirklich bis nach oben ausgekostet. So, Friends, und als Frühstück muss ich einfach sagen, es ist Winter. Da isst man was Warmes. Da kann ich jetzt keine Ahnung, Brot mit einem selbstgemachten Cashew-Mousse oder sowas machen. Ich habe einfach so unfassbar Lust wieder auf ein Porridge. Vor allem, weil ich das letzte Woche gar nicht gegessen hatte. Doch einmal. Aber das war mir zu wenig. Deswegen nochmal. Es war ein veganer Schokoporridge. Und das mache ich mir jetzt. Und bin einfach nur richtig, richtig hyped drauf. Und das bereiten wir uns jetzt mal zu. Auch natürlich Hafermilch. Aber ich habe zum Glück nachgekauft. Ja, sonst brauchen wir hier nichts im Kühlschrank. Frage. Ich kriege da immer ein bisschen Panik, wenn es um Ablaufdaten geht. Und zwar ist meine Hafermilch wirklich schon bestimmt schon 8 Tage offen. Und ich habe jetzt irgendwie Angst, dass die schon schlecht ist. Aber eigentlich kann ja, weil sie ja eigentlich nur aus Pflanzen besteht, nicht so schnell kaputt gehen wie jetzt Kuhmilch, oder? Sieht nämlich auch so komisch im Topf aus. Nee, okay. Nee. Oh. Sieht nicht komisch aus. Das ist gerade, glaube ich, alles nur ein bisschen Einbildung. Naja, ich werde es später schmecken. Aber trotzdem, Mandelmilch bzw. Hafermilch oder allgemein pflanzliche Milch geht eigentlich nicht so schnell kaputt, selbst wenn sie offen ist, oder? Aber ich habe wirklich keine Ahnung, wie lange die schon im Kühlschrank offen ist. Weil die auch schon so gut wie leer war. Und ich brauche schon ein bisschen lange, weil ich die Einzige bin hier im Haushalt, die Pflanzenmilch trinkt. Naja, egal. Mein fertiges Frühstück. Ich bin einfach schon so in den Geruch verliebt. Wirklich, ich kann nicht mehr. Ich freue mich jetzt so darauf, das zu essen.
Was ich hätte machen können, das war jetzt vielleicht nicht so schlau, ich hätte die Himbeeren mit dem Porridge aufkochen können. Also ihr habt ja gesehen, ich habe da nur noch als Topping Banane drüber gegeben, Himbeeren, oh, ich krieg schon Hunger, Krokant, Kakaonips, Haselnussmus nochmal oben drüber, kann man den genug haben. Und genau, dann unten drunter das gute Porridge und mein Tee zieht immer noch. Ich bin übrigens Team Teebeutel bleibt einfach drin, weil ich finde, deswegen trinke ich auch nicht so gerne Früchtetees. Dabei ist es natürlich eklig, den Teebeutel zu lang drin zu lassen, weil der dann so schnell sauer schmeckt. Aber ich finde, bei so Wintertees kann man den wirklich länger drin lassen. Schmeckt dann eigentlich, finde ich, sogar süßer, als wenn man ihn dann nach 8 Minuten rausmacht. Das werde ich mir jetzt gönnen. Ich bin so durchaus mit der Frisur, es tut mir leid, nur die haben mich so genervt im Gesicht. Ich probiere jetzt. Das schmeckt wie Kuchen. Wie so eine leckere Süßigkeit einfach. Richtig, richtig gut. Ich mag ja eh Schokoporridge gerade so, so gern. Und der Himbeer, wirklich die Kombi Schoki und Himbeer ist einfach nur göttlich. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Müsste ich jetzt echt reinkochen sollen. Naja. So, meine lieben Haare sind mittlerweile auch getrocknet. Ich habe mir jetzt auch meinen Pulli angezogen, weil es dann doch ganz schön kalt war am Top. Naja, jedenfalls mache ich mich jetzt ans Mittagessen. Ich hatte nämlich was super, super Cooles, was ich so noch nie gemacht habe und das aber unbedingt noch dieses Jahr einmal kochen wollte. Und zwar mache ich jetzt einen Nudel-Kürbis-Auflauf. Nie veganen Auflauf, gegessen, noch nie veganen Reibekäse oder sowas. Deswegen bin ich jetzt mal sehr, sehr gespannt und nehme euch jetzt bei der Prozedur natürlich auch mit. Dann geht es jetzt los. So, jetzt machen wir uns an den Kürbis, die Hauptzutat eigentlich und die Nudeln natürlich noch. Den ja, schälen wir jetzt und schneiden den jetzt in 2 cm große Würfel. Und ich bin sehr gespannt, ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich einen Butternut-Kürbis esse. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Kürbis schmort jetzt etwas vor sich hin und in der Zwischenzeit sollen wir die Soße anrühren, die wir dann den Kürbis und die Nudeln dann noch aufkochen lassen und dann kommt das alles auch schon in die Auflaufform. Also vom Aufwand her ist es wirklich nicht schwer, also es kriegt auch wieder jeder Deppes hin. Und fertiges Endergebnis. So, meine Lieben, ein kleiner Fail. Ich glaube, das ist mir das erste Mal überhaupt passiert. Ich habe vergessen, mit euch den Taste-Test tatsächlich zu machen. Oh Mann, aber wie ihr seht, es hat auf jeden Fall gut geschmeckt. Die Auflaufform ist gut leer geworden. Jetzt kann ich euch aber wirklich nach der ganzen Portion mal Feedback sagen. Und zwar war es an sich wirklich sehr, sehr lecker, also auch mit dem Käse. Ich persönlich habe keinen Unterschied gemerkt. Also
Hätte man mir jetzt gesagt, das war normaler Käse, hätte ich das auch geglaubt. Das war echt super, super lecker. Das Einzige, was ich euch empfehle, solltet ihr das nachmachen, würde ich statt Zitronensaft, den konnte man nämlich verwenden, Weißwein lieber verwenden. Das hat schon ein bisschen säuerlich geschmeckt. Ich habe es dann halt natürlich noch mal ein bisschen überwürzt dann, aber das muss ja nicht sein. Also einfach das nächste Mal Weißwein benutzen, das schmeckt dann auf jeden Fall, denke ich, besser. Ich werde es aber auf jeden Fall bestimmt noch mal kochen, weil es einfach sehr einfach war. Man hat nicht gemerkt, dass der vegan war. Also selbst auch die Fam fand es lecker, von daher hat das auf jeden Fall auch bestanden. Genau, wir sehen uns dann zum Abendessen. So, meine Lieben, wir haben jetzt 19.12 Uhr und hiermit ist der Abend angebrochen. Ich mache mir jetzt Abendessen und zwar gibt es ein Süppchen. Und zwar nicht irgendeine Suppe, sondern wirklich meine allerliebste Suppe. Die habe ich damals wirklich nur aus Zufall entdeckt und bin so, so froh, dass ich die damals ausprobiert habe. Die geht nämlich nicht nur mega schnell. Man braucht wenig Zutaten und sie geht einfach wirklich so easy. Man muss da kaum was machen, gefühlt eigentlich nur alles in den Topf schmeißen. Auch das, was ich liebe. Wenig Aufwand und es schmeckt einfach bombastisch. So, die Suppe sieht schon richtig, richtig gut aus. Es duftet schon so, so gut und sie ist so richtig schön dick jetzt schon geworden. Durch die Linsen natürlich. Das ist nicht so eine Brühensuppe, das mag ich ja gar nicht, sondern ich mag eher so dickflüssige Suppen wie zum Beispiel Kürbissuppe. Und jetzt würze ich das Ganze einfach nur noch so ein bisschen nach Gefühl mit einmal Kurkuma, Paprikagewürz und einer Prise Salz. Und dann ist die Suppe auch schon fertig. Fragt mich nicht, warum das wieder hier so gespritzt hat. Nur ich krieg das immer hin. Es riecht einfach so, so gut. Wirklich, es ging so schnell wie immer. Wirklich einer meiner Geheimrezepte geworden. Super, super lecker. Super, super lecker, wirklich. Das wird sogar noch ein bisschen mit Paprikagewürz nachwürzen mit Kurkuma. Letztes Mal habe ich da nämlich volle Kanne gegeben und dann hat es dann so ein bisschen zu würzig geschmeckt. Aber jetzt kann da ruhig noch ein bisschen was rein. Habe ein bisschen gegeizt. Aber allem in allem, mega lecker. Ist echt einer meiner Lieblingssuppen. Die kann ich euch nur sehr empfehlen. Werde ich jetzt noch essen. Ich verlinke euch natürlich genau das Rezept, alle Angaben unten in der Infobox. Und würde mich jetzt auch an der Stelle schon von euch verabschieden. Hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat und ich euch inspirieren konnte. Das ist natürlich die Hauptsache hier von diesem Video. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Mal wieder. Bleibt bis dahin gesund. Fühlt euch ganz warm gedrückt von mir, meine Lieben. Ciao.